hast du nicht Nein gesagt. Es lag allein an dir. Mit einem Hauch von fast nichts an. Wer wollte dich nicht dafür? Aus unserem aktuellen Programm hier auf dieser Bühne zu erleben. Und ich hoffe, die Stimmung ist allgemein gut. Wie sieht's aus? Alles okay? Ja, ich freue mich auch. Vor allem über die ganzen Kinder hier vorne. Hallo! So wie die Eltern das den Kindern nachher zu Hause erklären, was die heute Abend hier auf der Bühne gesehen haben, das weiß ich jetzt nicht. Da müssen Sie dann selber durch, ne? Ja. Ich bin hier die Märchentante, komme öfter mal raus. Guck mal, wie sie mich ganz komisch anguckt hier. Ich finde das lustig. Ja, und wo sind die Eltern zu den Kindern? Lassen die einfach so frei hier rumlaufen? Nein, die sind alle dazwischen, oder? Das sind die ganzen Mütter. Und wo sind die Väter? Abgehauen, oder? Das ist ja meistens so. Ich finde es aber gut, dass viele Frauen heute alleine unterwegs sind. Hallo Mädels, ihr wolltet einen schönen Abend haben, oder? Ich grüße euch. Ja, man muss ja den Alten auch nicht die ganze Woche überall mit hinschleppen. Das ist vollkommen richtig. Ich habe mir das von vornherein erspart. Ich habe nie geheiratet. Ich habe mir mal gesagt, für so ein Stückchen Wurst, mein Gott. Ist ja auch oft viel Pelle dabei, sind wir mal ganz ehrlich. Da muss ich ja das ganze Schwein nicht auch noch dazu nehmen. Es geht ja viel billiger. Ich habe hier zwischen gesehen, da sind auch einige Herren, die hat man extra aus dem Heim geholt heute Abend. Ich denke mal so durch, leben die noch? Kriegen die das mit? Bin mir da nicht so sicher.
Aber ich finde das gut, sonst hätte der Opa wieder ganz allein am Fenster gesessen heute Abend. Im Heim und 3 Stunden die gleiche Kreuzung beobachtet. Jetzt ist der Opa hier, er weiß zwar nicht, wo er ist, aber er freut sich. Und wir freuen uns natürlich auch. Und das andere ist ja sowieso da schon schwierig ab einem gewissen Alter, ne? Wenn so ein Mann noch mal Sex haben will, am besten Sex zu dritt. Einer muss dann immer den Blutdruck messen, das ist ja so. Das kennen wir ja alle. Darum, wir Frauen können so alt werden, wie wir wollen. Ein Loch kann nicht umfallen. Ne? Das ist halt so. Aber für jeden Mann kommt irgendwann der Tag, eine Erektion zu bekommen, wäre dasselbe als einen Schrank von Ikea aufgebaut zu haben. Da sitzt man dann bei beidem hinterher davor und hofft, dass er länger als 5 Minuten stehen bleibt. Meistens steht der Schrank länger. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber ich bin sehr oft auf so Hochzeiten eingeladen. Wir haben ja bei uns im Theater oft so Junggesellinnen verabschiedet. Und die freuen sich immer alle so wahnsinnig auf ihre Hochzeit. Wenn die wüssten, was sie erwartet. Ja, einige haben auch schon die Scheidung bei uns gefeiert. Das ging manchmal ganz schnell, so ist es nicht. Und so Hochzeitsfeiern sind immer sehr schön, nicht? Der Unterschied zwischen einer Hochzeitsfeier und einer Trauerfeier ist ganz einfach, ein Besoffener weniger. Ja. Allerdings setzen die mich bei diesen Hochzeiten immer neben die alten Großtanten, also ganz lebendige Menschen. Aber nach dem 3. Eierlikör werden die auch rüstig. Da schmeißen die ihre Prothesen weg, nichts tut mehr weh. Das Rheuma ist wie weggeblasen. Und man sitzt in der Mitte und dann kriegt man immer diesen spitzen Ellbogen in die Seite, weil es jetzt so lustig ist. Für die. Und dann sagen die so Sachen wie, du bist die Nächste, juhu. Das habe ich gehasst wie die Pest. Das haben die ganz schnell sein gelassen, als ich bei der nächsten Beerdigung das gleiche bei denen gemacht habe. Immer diese ewige Drängelei. Ich sag schon früh genug, wann es soweit ist, bevor ich in den Hafen der Ehe einlaufe, mache ich noch ein paar Rundfahrten. Und es gibt einige Häfen, die habe ich noch gar nicht erkundet. Du bist auch gut durch den Winter gekommen hier vorne, ne? Sag mal, hält der Stuhl dich auf? Da hat sie extra einen Klappstuhl mitgebracht. Aber der ist ja nicht so stabil. Ist das deiner? Ja, ist deiner, ne? Den hast du auch schon länger, ne? Hat sich aber gut gehalten. Alleine wäre der verlottert, glaube ich. Wenn ich mir das so angucke. Sag mal, du hast so viel Bauch, aber du hast schon einen Spiegeleierbauch, ne? Brauchst schon einen Spiegel, um deine Eier zu sehen, wenn du aufs Klo gehst. Bin mir da nicht so sicher. Ja, aber solange, wie man es noch findet, ist ja alles okay. Und sie spielt gerne suchen dann, ne? Oder? So, wir Frauen müssen immer schlank bleiben. So ein Mann läuft rum, wie er will. Ich guck ihn dir an. Manchmal stehen Männer mit so einem Bauch vorm Spiegel und sagen, ob geht noch. Und abends im Bett neben der Frau kommt dann das Schneewittchen-Syndrom durch. So nach dem Motto, hinter dem Berg wohnt ein kleiner Zwerg. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber was soll's. Ich habe aber auch gesehen, ihr seid schon lange zusammen. Ihr habt schon Jubiläen gefeiert, oder? Silberne Hochzeit schon hinter euch. Ich habe einen Freund, der hat neulich eine silberne Hochzeit. Das war ganz toll. Da habe ich auch gefragt, was hast du deiner Frau geschenkt? Sagt er, eine Reise nach Hawaii. Sag ich, Gott, bist du spendabel. Kannst zwar gar nicht mehr toppen, was machst du denn bei der Goldenen? Sagt er, dann hole ich sie wieder ab. Männer sind ja da sehr praktisch veranlagt, ne? Obwohl ich denke, was machen die da jetzt im Programm mir gegenüber? Da kriege ich ja jetzt schon hysterische Anfälle. Hey, nicht so laut da drüben. Wir spielen jetzt hier. Ach, die machen ihr digitales Leben. Die wollen das extra machen, aber ihr seid ja alle hier. Ihr geht ja jetzt da nicht rüber. Jetzt hat er aufgehört. Jetzt ist es okay. Ich meine, es ist blöd, wenn man anderen von so einem anderen da quatscht. Dann immer so ein Vogel von da drüben in meine Konferenz rein, da werde ich ja zickig. Ich bin nicht unter Vögeln, aber ich werde zickig. Da ist ja klar. Ich soll ja jetzt für euch arbeiten und das stört ja dann schon. Ich muss mich ja schon auf die Kinder hier vorne konzentrieren. Ihr habt auch was ganz anderes erwartet jetzt, oder? Ja? Was hast du denn gedacht, was hier rauskommt? Schneewittchen und die 7 Geißen. Oder die Zwerge.
Wir haben ein paar Zwerge hinten in der Garderobe. Die machen wir gleich ein bisschen länger, die kommen auf die Streckbank. Das wird lustig. Also wir machen das schon. Ihr kriegt auch noch eine ganze Menge hier vorne zu sehen. Das ist gar kein Problem. Aber schlimmer ist ja, wenn man dann zum Beispiel, die haben eine silberne Hochzeit. Wenn man dann so eine goldene Hochzeit feiert, das stelle ich mir ja sehr lang vor. Ne? Wo wollen Sie denn jetzt hin? Guck mal, die ist auch sauer, dass ich besser aussehe. Die geht schon weg. Ja, ich weiß, ich bin keine echte Frau, aber ich sehe besser aus wie die Frau, die uns regiert. Das wollen wir mal festhalten. Aber ich muss jetzt sagen, da gehört ja nicht allzu viel dazu. Da sieht, glaube ich, jede Frau heute Abend hier besser aus. Aber auf unsere Angie komme ich nochmal so ein bisschen zurück. So, ich war noch bei der goldenen Hochzeit. Ich denke, wenn man 50 Jahre mit einer Person zusammen ist, wie schmeckt dann noch so ein Zungenkuss? Gut, die können die Zunge jetzt, die Zähne können sie raus. Hat die Zunge ja mehr Spielraum. Da ist so ein Pärchen, die haben so goldene Hochzeit und dann sagt er auf der Feier, weißt du noch damals vor 50 Jahren auf der Hochzeitsnacht, musste ich mir mit dem Messer in meinen Finger ritzen, damit die Leute am nächsten Morgen alle noch denken sollten, du seist noch Jungfrau gewesen. Da guckt sie ihn ganz böse an und sagt, aber du willst aber nicht, dass ich heute hier dreimal ins Laken schneuze, damit die morgen alle denken, du kannst noch. So ändern sich die Zeiten. Aber liebe Freunde, ich bin ja heute Abend jetzt eigentlich auch nur so ein bisschen als Vorspeise gedacht auf das, was Sie heute Abend hier alles so zu erwarten haben. Mein Name ist ganz einfach Marcel. Gute Freunde dürfen auch Marcella zu mir sagen. Die Frauen haben mich verstanden. Die Männer gucken noch ein bisschen skeptisch. Du kennst dich auch aus. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Jetzt guckst du ein bisschen geil irgendwie, oder? Aber dich scheiße ich an, mich kriegst du heute nicht. Sei froh. Stell dir vor, du gehst bei mir auf die Suche, was du da alles finden würdest. Das willst du gar nicht finden. Aber wenn du es finden würdest, würdest du es wiedererkennen. Und dann wird meins vielleicht größer als deins. Aber dann hätten wir auch Spaß. Wir könnten dann zum Beispiel die Musketiere spielen. D'Artagnan und seine Spießgesellen, das kennst du. Wir stellen uns dann beide nackt gegenüber und sagen, wir fechten, wir fechten. Was gefällt dir? Ich sehe es. Mal sehen, ob dir der Rest gefällt. Da drehe ich dann rum und sage, ich töte dich. Ich sage ja immer, Spaß muss sein für uns alle heute Abend. Und wir haben eine ganz tolle Show für euch zusammengestellt. Das ist eine Mischung aus Tanz, Gesang, Komik und Parodie. Präsentiert mit viel Temperament und Tempo. Wahnsinnige Kostüme, Superstars auf einer Bühne, die so noch nie zusammen in einem Programm aufgetreten sind. Aber das macht die Travestie möglich. Sind auch Stars dabei, die gar nicht mehr leben. Das geht auch. Wir holen die aus der Kiste und die sehen wieder richtig frisch aus. Lasst euch überraschen. Und ich habe eine kleine Bitte an euch. Gerade hier auf dem Platz, vieles lenkt ein bisschen ab. Sollte euch was gefallen, nicht nur von mir, sondern ganz besonders auch von meinen Kollegen oder Kolleginnen, die sie heute noch alle auf dieser zauberhaften Bühne hier erleben werden, dann würde ich mich sehr freuen, wenn sie so ab und zu die Hände aus der Hosentasche von der Freundin, von der Frau oder von sonstigen Gegenständen nehmen würden, in der Mitte ein bisschen zusammenfügen. In Künstlerkreisen nennt man das Applaus. Wenn von euch nichts hochkommt, kann von uns nichts runterkommen. Ja, da kann man sich noch so den Arsch hier aufreißen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn ich viele Kollegen hinter dem Vorhang habe, die das für ihr Leben gern tun. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Was regst du dich denn auf? Gott, ist die zickig heute. Die ist Untervögel, das kann ich euch sagen. Hör mal, ich habe einen Mann für dich gefunden. Ich nehme dich mal nachher hinten mit, so eine kleine Führung. Dann hat die Kollegin auch wieder gute Laune und du kommst ganz anders wieder raus, als wie du reingegangen bist. Das wird lustig. Ja, wir machen aus dir so eine kleine Helga Hahnemann, das kriegen wir hin. Eine Henne. Das wäre doch gut. So, und für die Kollegen da hinten, die wissen ja noch nicht, was sie erwartet. Ich habe euch jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Ich weiß, es wird heute ein lustiger Abend mit euch hier auf dem Altmarkt. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn wir einfach für die Kollegen nach hinten einen affengeilen Applaus nach hinten schicken, damit die merken, heute ist hier eine affengeile Stimmung auf dem Altmarkt mit Carte Blanche.
liebe Freunde, ich wünsche euch jetzt zu unserer Show hier viel Spaß, viel Vergnügen, gute Unterhaltung, bon amusement. Macht ein bisschen mit, ne? Den Männern hier vorne sage ich jetzt schon toi toi toi. Da sind Kollegen, die kommen nachher runter. Die sind so notgeil. Die nehmen alles, auch dich. Es gibt jetzt eine geile Modenschau. Karl Lagerfeld wäre sicherlich vor Neid erblasst, obwohl der ja eigentlich auch zu uns gehört. Gut, er hat den Schwanz jetzt hinten, aber ansonsten ist das, glaube ich, nicht viel anders. Und wir eröffnen unsere Show jetzt mit einem ganz kleinen Ausschnitt aus einem weltbekannten Musical, La Cage aux Folles, auf Deutsch ein Käfig voller Narren. Das bekannteste Lied, Ich bin, was ich bin, auf Englisch, I am, what I am. Kannst du ein bisschen Englisch? Ja. Gar nicht. Französisch? Sprechen. Nein. Das andere war mir klar. Ich habe Französisch gelernt. Voulez-vous coucher avec American Express? Ich nehme auch Visa. Die Freiheit nehme ich mir. Ich habe ja einen Schlitz zum Durchziehen für die Quittung. Nee, man muss ein bisschen, wo man nachts sein Geld ausgibt. I am what I am wird jetzt präsentiert von der Travestie-Revue Carte Blanche. Und ich hoffe, ihr empfangt sie mit einem kräftigen, spontanen Applaus. Did you see her figure? I don't believe
Thank you.
Ja, Moment. Vielen Dank. Mein Gott, sweet dreams, meine Damen und Herren. Jeder hat von uns ein süßes Traum. Mein süßes Traum war hier nach Dresden wieder zu kommen. Und ich bin riesenglücklich, dass ich wieder hier in Dresden gastieren durfte. Vielen Dank. Was für eine Begrüßung, mein Gott. Meine Damen und Herren, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Paula Jackson, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Hamburg. Na, unterstützt mich, ihr kennt bestimmt das Lied alle. Für euch, Let's Dance.
vielleicht doch noch irgendein Lied oder ein Musikstück, das Sie gerne mal gesungen haben? Ja. Was ist das? Musik. Okay. Bye.
ich bin's mal wieder. Was ist los? Kein Applaus, alle tot jetzt? Ich bin immer noch dieselbe geblieben, bloß ein bisschen schöner geworden. Man muss ja was tun, die Konkurrenz schläft nicht. Nicht wegen meinen Kollegen, aber wir haben ja sehr viel echte, holde Weiblichkeit heute hier bei uns. Und ich gebe neidlos zu, ihr seid uns doch ein bisschen übervorteilt. Aber bei euch ist alles fest installiert. Wir müssen da hinter der Bühne schon häufiger suchen und aufpassen, dass wir auch die richtigen Ersatzteile wiederkriegen. Ich bin neulich aus Versehen mit einer Brust rausgekommen. Da dachten die Leute, ich suche hier eine Halbtagsbeschäftigung. Ich muss ja auch aufpassen mit diesen Absätzen. Hier sind manchmal so Tuntenrillen, so Tuntenfallen. Wenn ich da hängen bleibe mit den Absätzen, dann schlage ich mit den Gummibrüsten viermal rauf und runter, bis ich wieder stehe. Ja, das würde euch gefallen, ich sehe es. Ja. Aber zum Schluss müsste ich auf diesem Fußboden mit meinem Gesicht abbremsen. Wie würde ich dann hinterher aussehen, nicht? Wie viele andere auch. Das möchte ich dann nicht. Ich habe ja lange genug gebraucht, damit es heute ein bisschen anders geworden ist. Ja, meine Brust ist leider nur Secondhand. Die hat mir eine Kollegin geschenkt. Die hat die schon ein Jahr vor mir getragen, aber die war noch gut erhalten. Na, ihr als Freundin könnt nicht so tauschen untereinander, oder? Gib mir heute mal deine. Ich will einkaufen, ich will nicht so schwer heben. Wenn mein Freund morgens im Bett geil ist, gebe ich ihm die Brust zum Spielen. Währenddessen mache ich schon das Frühstück in der Küche. So, sind die Älteren noch alle da? Leben die noch? Hallo, ich bin bei euch wieder durch. Das Henriettenstift ist heute leer. Ich find's toll. Sind auch ein paar Rentner dabei, ne? Rentner ist ein scheiß Beruf, ne? Hat noch keiner überlebt, ne? So ist das. Ja, aber Rentner haben Humor. Da treffen sie mal zwei Rentner, da sagt der eine, du, meine Frau hat jetzt endlich ihr Idealgewicht erreicht. So, so, sagt der andere. Und wie wiegt die denn jetzt, sagt er. 3,5 Kilo, ohne Urne. Ja, das ist schon ein bisschen Galgenhumor, ne? Aber so kann man locker durchs Leben gehen. Ich kann ja nur von deiner eigenen Familie so ein bisschen ausgehen. Meine Großtante, die lebt ja ganz freiwillig im Heim. Die ist 76. Aber dafür darf sie einen Tag pro Woche raus, weil sie freiwillig reingegangen ist. Da hat die dann so einen Nachmittag Hafturlaub. Und dann macht die immer so Sachen, die sie noch nie in ihrem Leben gemacht hat. Und da war die neulich mit 76 Jahren das erste Mal in ihrem Leben in einem Pornokino. Ja, die wollte auch nicht blöd sterben. Du filmst immer. Warst du schon mal im Pornokino? Na, hallo? Du lügst. Sagt ja nein, du siehst mir schon so aus, als wenn du da jeden Tag sitzen würdest. Das ist ganz komisch, wenn man so einen Mann fragt, gehst du ins Pornokino, sagen die alle, nein, ich doch nicht. Aber wenn man reinkommt ins Pornokino, ist Bums voll, ne? Aber keiner geht hin. Und überall liegen Taschentücher rum und keiner hat Schnupfen. Sonderbar. Und meine Großtante war da auch. Und dann ist sie wieder zurück ins Heim. Da stand ihre Zimmernachbarin schon an der Tür mit ihrem Rollator, ganz aufgeregt. Sagt sie, wo warst du denn heute? Wir hatten unseren Spielenachmittag. Ich hab dich vermisst. Sagt sie, auch dieser langweilige Spielenachmittag. Ich wollte was erleben. Ich war heute im Pornokino. Dann hat sich die Zimmernachbarin erstmal dreimal bekreuzigt. Oh Gott, da gehst du hin. Sagt sie, ja. Und? Aber neugierig war sie doch. Sagt sie, was hast du erlebt? Sagt sie, ach, hör auf, was die ihm erzählt haben. Wie toll das im Pornokino ist. Ich musste mich 18 Mal umsetzen, damit mich endlich mal einer belästigt hat. Und nun war es da schon so dunkel. Sagt sie, was war da noch? Sagt sie, ach, da habe ich einen Film gesehen. Sagt sie, was war da so Besonderes an dem Film? Sagt sie, du wirst das nicht glauben, aber den Film habe ich gesehen, da haben die sich tatsächlich da geleckt, wo wir sonst Bibi machen. Da sagt die Zimmernachbarin, wo denn? Am Deckel oder am Rand? Ja, das ist natürlich jetzt ein Generationsproblem. Wie erklärt man das jetzt richtig, dass es auch jeder versteht? Weil ich gebe ja zu, ich gehe ja auch nicht gerne ins Pornokino. Aber ich habe eine Kollegin, die wohnt da drin. Weil ich habe sowieso Kollegen hier. Ich könnte jetzt hier schludern, aber ich bin ja verschwiegen wie ein Graf. Eine Kollegin ist nicht da, über die können wir reden. Die kann man auch nicht immer vorzeigen. Wenn Sperrmülltag ist, darf die gar nicht auf die Straße. Die wollten die schon mal mitnehmen. Und wenn die dann spazieren gehen und kommt am Friedhof vorbei, binden sich die Würmer schon langsam Servietten um. Aber die hat zu mir gesagt, sie scheißt die Würmer an, sie lässt sich verbrennen.
habe ich gesagt, da musst du aber einen alkoholfreien Tag erwischen. Sonst fliegt das ganze Krematorium in die Luft. Bei deinem Alkoholkonsum bin ich mir nicht so sicher. Dann habe ich noch eine andere Kollegin, die ist so geizig. Wenn die mal stirbt, lässt sie sich nur bis hier einrahmen, damit die Grabpflege auch noch selber machen kann. Also ich finde, man kann es ja auch übertreiben. Und dann habe ich eine dritte Kollegin, die ist ja Gärtnerin aus Leidenschaft. Alles, was sie in die Hand nimmt, wächst, blüht und gedeiht. Und die hat ganz geile Tomaten. Ich bin richtig neidisch, weil bei mir wachsen die nicht so. Bei mir sind die immer so halb grün. Und die hat schöne, dicke, rote Tomaten und saftig. Da habe ich zu ihr gesagt, hör mal, da muss es doch einen Trick geben, warum die bei dir immer so schön rot werden. Da sagt die, ja, da gibt es auch einen Trick. Sag ich, so, den wirst du mir doch verraten. Sag sie, pass auf. Wenn der nächste Vollmond ist, dann musst du splitterfasernackt durch den Garten laufen, dann erschrecken sich die Tomaten und dann werden die ganz rot. Und ich, blöde Kuh, hab das auch geglaubt. Ich hab das gemacht. Und dann habe ich sie wieder getroffen, da sagt sie, und, was machen deine Tomaten? Sag ich, die sind immer noch grün, aber ich habe jetzt solche Gurken. Die haben sich gefreut, als sie mich gesehen haben. Das war gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, ins Pornokino gehe ich nicht gern. Aber ich habe eine andere Kollegin hier, die geht da gerne hin. Die hat mich neulich überredet, dass ich mit ihr zusammengehe. Und dann saßen wir in der dritten Reihe. Und dann ging der Vorhang so auf. Es war ein riesengroßes Kino, eine große Leinwand. Da konnte man gleich die Gletscherspalte in 3D sehen. Da habe ich gedacht, boah, wenn da jetzt einer reinfällt. Der kommt ja nie im Leben lebendig wieder da raus. Und plötzlich hat mich meine Kollegin so angestoßen und sagt sie, Marcella, Marcella, du neben mir onaniert einer. Ich sag, Stefanie, Contenance, Contenance. Sag ich, am besten gar nicht beachten. Sagt sie, aber der macht das doch mit meiner Hand. Ja, und wenn es da in die Hand reingepasst hat, soll es sich doch freuen, da muss man nicht auf die Suche gehen. Und ich bin ja sehr tierlieb, ich bin ja heute Abend auch hier. Und einige verstehen mich doch, ne? Andere dösen so ein bisschen hier vor sich hin. Hauptsache, wir sind dabei. Ja, wir verstehen zwar nicht, was da vorne passiert. Genau wie die Kinder, die begreifen es auch immer noch nicht. Aber sie freuen sich. Das finde ich doch sehr, sehr gut. Ich habe ja keine Kinder. Ich bin viel zu nervös. Ich verschütte immer alles. Wie soll das funktionieren? Aber man muss Kinder ja richtig erziehen. Es liegt ja nicht, obwohl wenn ich manchmal an den Straßenbahnhaltestellen vorbeigehe und sehe da so 13, 14-Jährige, wie die sich benehmen, da kann ich schon verstehen, dass es Tierarten gibt, die ihre Kinder gleich nach der Geburt auffressen. Also da bin ich schon echt. Aber das liegt ja nicht an denen. Es liegt ja immer an denen, die sie erziehen. Ich kenne das, man muss da gleich von vornherein. Ne? Wo der Kleine sagt, Mama, darf ich die Schüssel auslecken? Sagt sie, nee, du benutzt die Spülung wie die anderen auch. Also wenn, dann muss man das gleichzeitig machen. Ne? Guck mal, es kommt der Papa, oder? Habe ich mir gedacht. Welche gehören denn zu dir? Alle drei? Alle beide. Hast du aber gut hingekriegt. Wo ist die Mama dazu? Die ist zu Hause, die Mama. Naja, die hat sich auch gefreut, dass sie heute mal einen freien Abend hat. Und du gehst mit deinem kleinen Mädchen zur Travestie-Show. Das finde ich aber lustig. Ja, ich finde ja, so ein Junge ist ja besser. Da kann man später noch ein Mädchen draus basteln. Ne? Das ist alles. Das sieht man ja heute Abend hier auf der Bühne. Ja, aber was soll's. Du erklärst denen das schon. Aber es gefällt ihnen, oder? Ist alles okay. Und dir gefällt's auch? Lieber, der Papa begreift das nicht so richtig, ne? Oder? Ja, guck mal, der guckt immer so hoch und weiß gar nicht, was ich bin. Ich bin das dritte Geschlecht. Wir erobern jetzt die Welt. Ja, wir können dann nichts dafür, dass die echte Weiblichkeit manchmal ausstirbt. Und wir die Oberhand gewinnen. Ich find's auch ganz toll, du bist so blond und verstehst alles, was ich hier so sage. Das ist auch nicht so ganz natürlich. Da sieht man, dass diese bösen Blondinenwitze auch alle nur böse von den Männern erfunden worden sind. Das ist ja so. Also ich finde das jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich mag ja diese bösen Blondinenwitze nicht, die Männer sich so erzählen. Was passiert, wenn man eine Blondine mit einem Husky kreuzen würde? Entweder halten sie einen saublöden Hund oder eine winterfeste Hure. Obwohl Hure sagt man heutzutage nicht mehr. Auch nicht Prostituierte. Auf der Reeperbahn heißt das ganz vornehm Vaginalfachverkäuferin. Also man kann ja alles auch ein bisschen seriöser ausdrücken. So ist es ja nicht.
Und die meisten Blondinen sind von Natur aus auch nicht blond, die sind viel dunkler und färben sich künstlich nach. Sind dann sogenannte Scheinblöde. Die machen auf blöd und der Mann, der noch blöder ist, fällt drauf rein. Ja, so ist es ja. Aber ich wollte meine Geschichte noch zu Ende erzählen. So eine kleine Schildkröte, die wollte auch mal ins Porno-Kino, aber die hat man da nicht reingelassen, die war noch nicht 18. Und da hat die den nächsten Typen gefragt, der reingeht, ob er sie mit reinschmuggeln kann. Und das hat er auch gemacht. Er hat seinen Hosenlatz aufgemacht, die Schildkröte reingepackt, Hosenlatz zu, dann saß er in der dritten Reihe, dann hat die Schildkröte den Hosenlatz auf, dann hat die rausgeguckt, da konnte die den Pornofilm sehen und nebendran saß so ein Pärchen. Und plötzlich hat die Frau ihren Mann so angestoßen und hat sie gesagt, Gustav, Gustav, so, was ist denn? Gustav, neben mir hat einer seinen Pimmel draußen. So, du nerv doch nicht, ich hab meinen doch auch draußen. Sie hat dann, der frisst aber nicht meine Kartoffelchips. So. Das sind so die kleinen, feinen Unterschiede. Aber ich habe ja gesagt, singen tun wir ja zwischendurch hier auch so ein kleines bisschen. Ich oute mich jetzt mal so ein bisschen als Schlagerfan. Sind ein paar Schlagerfans da heute? Das war mir klar, obwohl diese Original-Schlagerstars im Moment alle wegsterben. Ne? Da ist ja fast gar keiner mehr über. Ne? Außer Costa Cordalis. Aber den habe ich neulich gar nicht im Fernsehen wiedererkannt, wenn ich ganz ehrlich bin. Da habe ich mir gedacht, das ist Costa Cordalis? Gott, das war mal so ein schöner Mann, nicht? Schlüpferstürmer Nummer 1. Aber jetzt? Dann habe ich gegoogelt, weil ich nicht wusste, was mit dem passiert ist. Und da habe ich gelesen, die haben Fett aus seinem Hintern abgesaugt, ins Gesicht rein. Und so sieht das jetzt auch aus, finde ich. Wer will denn freiwillig seinen Arsch mitten im Gesicht? Und ich habe HD-Fernsehen zu Hause. Und das war gar nicht gut für Costa Cordalis. Nee, der hatte so einen roten Knubbel auf der Nase. Und ich bin näher ran. Ich sage, ist das ein Pickel oder eine Hämorrhoide? Das weiß man dann ja nicht so ganz genau. Wenn man das so sieht. Nee, die Nase ist kleiner. Da irrst du dich. So einfach ist das nicht. Dir geht's gut hier vorne? Du guckst mich die ganze Zeit. Nee, lass mal lieber. Ich hab das einmal mit einer Frau probiert. Ich war so kaputt hinterher. Ich habe 3 Stunden gebraucht, bis der Kitzel an meinem Hintern war. Es war eine Arbeit. Aber man soll mir ja nichts Böses nachsagen. Obwohl, ich habe eine prominente lesbische Freundin, die heißt Stella von Sinnen. Die war letztes Jahr bei mir auf einer Gartenparty. Die hat sich in meine Hängematte geklatscht und gleich 2 Bäume entwurzelt. Also dabei. Aber ich habe nichts gesagt. Die hat auch eine scharfe Zunge. Fährt 4-mal im Jahr nach Solingen zum Nachschärfen. So ist das. Lasst mir die Lesben in Ruhe. Ne? Treffen sich 2 Lesben in der Mittagspause, sagt die eine, was hast du zu essen dabei? Sagt die andere, Gurken. Sagt sie, willst du eine? Sagt sie, nee, lass mal stecken. Also, wir müssen es ja nicht übertreiben. Ja, wer lebt noch von den Schlagerstars? Heino ist auch immer noch dabei und keiner weiß warum. Dabei hat er schon solche vielen Abschiedstourneen. Quatsch mir jetzt nicht immer hier rein. Ich brauche keine Soufflöse. Ich kenne meine Texte. Ja, dann bleib schön ruhig hier vorne. Wenn dir langweilig ist, zieh den Arsch über den Kopf und guck durchs Loch. Dann hast du was zu tun. Ja? Ich stehe hier nicht, weil ich nachts nicht schlafen kann. Also ich stehe hier nicht, weil ich nachts nicht schlafen kann. Wenn ich die Gage nicht bräuchte, wäre ich gar nicht gekommen. Ich gebe das ja ehrlich zu. Auch wenn du so fasziniert bist. Aber lass mich hier vorne zu Ende arbeiten. Nachher kannst du wieder mitmachen. Das ist okay. Bist du eine Frau oder ein Mann? Ich sehe das bei dir nicht so ganz genau. Ach, du bist eine Frau. So sehen Frauen aus. Gut. Alles klar. Ich wusste das gar nicht. Also man lernt hier immer wieder was Neues kennen. Jetzt gebe ich auch die Hand. Wie heißt du denn? Silvia heißt du. Wie? Dann nochmal. Ach so, ich habe jetzt nicht verstanden. Ach so, hau. Ich verstehe dich nicht so. Wie viel hast du denn schon getrunken heute, Silvia? Morgen wirst du das alles vergessen haben und gar nicht mehr wissen, wo du gewesen bist. Ja, es ist, du denkst, du bist bei Andrea Berg heute Abend, ne? Oder? Es kommt jetzt ein bisschen so vor. Ich will jetzt nicht deine Lebensgeschichte hören, Silvia. Die Menschen warten, dass ich mit ihnen arbeite, nicht nur mit dir alleine, auch wenn du dich vorgedrängelt hast. So. Ja gut, alles klar. So.
Lassen wir Silvia alleine weiterreden. Ich kenne so Leute. Ich habe ein Herz für Behinderte. Ich habe früher mal in so einem Heim. Das ist kein Problem. Ich komme damit klar. Ich weiß, man darf darüber keine Witze machen, aber dann darf man über gar nichts mehr reden. Ihr wisst, warum die Taubstummen nur mit einer Hand onanieren, weil sie mit der anderen Hand stöhnen. Das wusste ich vorher auch nicht. Das ist immer eine Gratwanderung, aber da muss man, guck mal, die Pflegerin ist gekommen, die bringt dich wieder zurück. Nachtschwester Penetrantia ist da. Die sorgt dafür, dass das alles wieder in Ordnung ist. Nee, lass sie ruhig, sie ist harmlos. Sie ist harmlos, sie kriegt das gar nicht mit, wenn du mit ihr redest. Das ist gar kein Problem. Guck mal, die kommt selten unter Leute. Das ist doch, jetzt ist sie hier vorne und ganz vorne an der Bühne, auch wenn du nicht weißt, was hier so läuft. Wir kommen damit zurecht. Ich finde das lustig, das ist Dresden. Das erlebt man nur hier auf dem Acker. Ja, es gibt ja Gott sei Dank neue Schlagerstars. Es gibt ja Helene Fischer. Guck mal, ich wusste, dass du sie magst. Ich mag sie auch. Ich meine, die ist toll, die kann alles. Die kann singen, die kann tanzen, die sieht gut aus. Die könnte hier oben an der Decke hängen mit ihrem eigenen Haar am Schlappseil. Ich wollte das heute machen, aber dann wären nur die Haare da oben gewesen. Also da ist Helene Fischer besser wie ich. Ja, und man hat sie zur beliebtesten Deutschen gewählt, was nicht ganz stimmt. Sie kommt ja ursprünglich aus Sibirien. Heißt doch nicht Helene, heißt Elena. In der Gegend sind die Namen ein bisschen rauer, weil da weht ja ein rauer Wind. Da sagen die Männer auch zu den Frauen manchmal, Katja, hol die Pferde raus. Wir wollen in die Stadt. Da reiten noch beide. Das ist da so. Ja, und aber der Putin hat ja Helene Fischer früh rausgeschmissen, wie wir wissen. Und jetzt haben wir sie am Hals. Aber der liebe Gott hat sie bestraft. Der hat ihr ja den Silbereisen ans Bein gefesselt. Muss ja auch eine Strafe dabei sein. Und was ich ja lustig finde, ist, dass die bis heute nicht gemerkt hat, dass der schwul ist. Ja, wir wussten das alle. Ja, und dann lese ich immer, die kriegen Kinder, da können nur Silberfische draus werden. Was anderes kann ich mir darunter gar nicht vorstellen. Darum singe ich jetzt auch kein Lied von Helene Fischer. Sorry. Nein, ich hab mir jetzt ein ganz altes Lied ausgesucht aus den 70er Jahren. Ich war damals noch nicht auf der Welt. Und hallo. Bis jetzt war's nett. Ja, ich war damals noch nicht, wurde schon im Internet verwechselt mit der echten Whitney Houston. Was ich ganz toll finde und sie hat sich auch drüber gefreut. Und heute Abend ist sie hier auf dieser Bühne auf dem Altmarkt. Ich hoffe, ihr empfangt sie jetzt mit einem Weltstar-Applaus mit den schönsten Liedern von Whitney Houston live. Hier ist aus Nigeria Ikenna Burne. All the love that's waiting.
Yeah.
bitte.